Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3 und ja, wir gucken, was sich jetzt hinter dem nächsten Schlüssel auch verbirgt. Ist doch richtig. Ja. Hä? UW2 Knubbel. Der hat die richtige Form. Willst du mich verarschen? Hä? Das ist ein Schlüsselloch. Daneben befindet sich noch ein Symbol. Ja, das hab ich doch. Hä? Willst du mich jetzt in Verkackeimern? Gibt's da noch mehr Symbole? Nee, das ist das Richtige, hä? Vielleicht sollte ich mir den Schmiedeofen genauer anschauen. Ich befürchte, die Gussform des, was? Schmiedeofens hat nicht die richtige Form, um diesen Schlüssel anzufertigen. Was? Unter den Elementen des Schmiedeofens ist eine Fassung. Ich sollte den mit... Ach, wow. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Und ab zum Blasebalg. Ach, die Tipps sind aber echt hilfreich. Ich hätte mich jetzt dumm und dämlich da versucht. Jetzt haben wir den richtigen Schlüssel. Aber jetzt. Holy shit, wie komplex ist das denn jetzt gemacht? Nee, das ist falsch. Aber jetzt. Okay, den lilanen haben wir drinne. Jetzt drehe ich doch mal. Der grüne muss jetzt kommen. Okay. Ja, einmal noch. So. Und jetzt brauchen wir noch den gelben. Der ist... Wo ist denn der? Da, fertig. Ein Edelstein gefunden. Der jetzt wo reinkommt?
Aber nicht dort, ne? Da habe ich ihn rausgenommen, genau. Nein. Kommt er vielleicht. Ah, nee. Hier dürfte der nicht reinkommen. Nee. Was soll in diese runde Fassung im oberen Abschnitt der Eisenkiste gehören? Hä? Obere Fassung? Eisenkiste? Jetzt sagt mir nicht, der kommt dort rein. Wow. Okay, S, Dreieck und zwei Knubbel. S, Dreieck und zwei Knubbel. Die zwei Knubbelhammer. Das Dreieckhammer. Das S-Hammer. Okay. Da haben wir den letzten Schlüssel. Ja. Das allsehende Auge. Was? Was? Aber jetzt hinter zum Let. Nee, das hier war's. Klickspam! Und jetzt? Da ist auf jeden Fall eine Metallform und das hier? Wer weiß. So, jetzt bewegt sich das hier drüben. Und wohin? Ach, das öffnet mir jetzt die Tür. Aber ich bin doch noch nicht fertig. In der Hand ist doch noch was drin. Ach nee, da ist die Tür, aus der wir gekommen sind. Ah, okay. Da liegt was auf dem Boden, das sehe ich. Das hätte ich gern. Ein zerbrochenes Holzstück. Das wird mir bestimmt nicht helfen. Arschloch. Klar, das hilft uns weiter. Ein Holzkanten.
Okay. Ach, und jetzt sagt mir doch mal, das hilft uns nicht weiter, ne? Hä? Lol, okay. Aber was mache ich jetzt? Hier ist halt auch nichts mehr. An einem solchen Ort gibt es noch nicht schon. Ja, das ist jetzt hinten drinne. Das da. Okay, dann sägen wir es halt erst einmal durch. So. Genau, Gepär. Ah, schön, dass er das alleine sägen tut. Hätte ich die Form jetzt auch noch selber sägen müssen, na dann Prost Mahlzeit. So, da unten kam der Griff rein. So. Ich will das aufnehmen. Ah, jetzt war. Okay. Okular bitte mal ausschalten, ne? Was war auf der Hand für Symbole? Dreieck, Viereck, Pfeile nach unten. Also nach links unten. Dreieck, Viereck, Pfeile nach links unten. So, Dreieck, Viereck, Pfeile nach links unten. Dreieck, Viereck, Pfeile nach links unten. Ja. Da kann man einfach was aus dem Bild rausnehmen. Ja. Warum nicht? Okay. Ein seltsamer Schlüssel. Okay. Und wo kommt der Schlüssel jetzt rein?
Hä? Ein seltsamer Zylinder aus dem Würfel an der Oberseite der Eisenkiste. Ja, das hier. So. Und jetzt? Wow. Okay, und die andere Seite? Da ist einfach. Ah, okay, das ist dann das hintere Stück. Jo. Und wir haben unser nächstes Dreieck. Das war's mit dem nächsten Kapitel. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.